mich immer die Autos auf der Karte nervös. Jo. Plus 10 XP. Ich muss rechts lang. Ich lasse die erstmal Gegner sein. Oh, da sind noch welche. Boah. Den nochmal erwischt. Müssen wir hier lang? Müssen wir hier lang? Müssen wir hier lang? Oh, aber hier endet der Weg. Da hinten sind nur noch Wegfetzen. Ernards Haus. Ich versuche mich mal bis dahin durchzukämpfen. Und hoffe mal, ich werde nicht verfolgt hier von irgendwelchen. Ah, da sehe ich es doch schon auf der Map. Was geht hier ab? Okay, hier können wir nur noch zu Fuß weiter anscheinend. Und ist auch ein bisschen doof. Ich weiß jetzt nicht, ob das Haus sicher ist. Oder ob ich vorsichtig sein muss. Ich soll ja nur mit einem Earnhardt sprechen. Eigentlich müsste der ja ganz in Frieden da leben. Denke ich mir zumindest so. Ist es das? Das sieht doch nett aus. Dann mache ich doch gleich mal einen Screenshot von. Hier kommt aber schon wieder so eine Musik. Da muss ich gleich hier so eine Heilpflanze nehmen. Habe ich überhaupt eine Waffe in der Hand? Okay. Warum ruckelt das immer mal so? Ich habe Angst. Macht mir keine Angst. Was? Escape drücken? Ach, das ist ein neuer Schauplatz jetzt. Dieses einst majestätische Herrenhaus wurde von einem britischen Geschäftsmann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Er verließ es, als er entschied, dass es besser wäre, sein Geld in die B&O Railroad zu investieren. Das Haus wird nun von Dr. Earnhardt bewohnt. Okay, ich dachte schon, es war jetzt der gemeint. Und wir gucken mal weiter. Da hinterm Haus soll er sein. Können die nicht einfach... Ich glaube nicht, dass hier was Böses ist. Das kann einfach nicht sein. Komm. Lass mich doch hier durch, Mann. Hä? Mann! Ah! Geht doch. Mini-Taschenlampe. Da gibt's schon mal Waffen zu kaufen. Oh, ist das ein Paraglider? Das wäre immer geil. Da drinnen soll er sein. Weißt du was? Ich werde erstmal da hingehen. Dann können wir immer noch rumgucken. Dann bin ich mir nämlich sicher, ob er uns nicht gesonnen ist. Was er müsste. Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die Gelben. Die bloß nicht. Die können auch töten. Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Ladung. Was? Oh, Sie meinen das Mädchen. Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Hä? Okay.
Okay. Bevor wir das tun, werden wir jetzt erstmal die Kisten hier aufsuchen. Diese. Und hier drin, oder ist die hinterm Haus? Hier. Ah, Medikit. Machst du da? Er fummelt an Kräutern rum. Hier sind Pilze, die wie Kekse aussehen. Die bekannten Kekspilze. So. Und ich schätze mal, dieser nette Mediziner möchte uns nicht verarschen. Lass uns mal reingucken. Hübsche Küche. Mein Screenshot, das ist jetzt da drüben. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen unpraktisch, aber... Okay, jetzt genug Gelaber von einer Taste. Siehst du, müsst ihr nicht wieder Waffen umsonst haben? Vielleicht sollten wir auch nochmal jagen gehen, fällt mir ein. Wir... okay. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Höhlenpilze? Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Ja, ich wollte gerade noch sagen... Huch, sollte ich nochmal zurückgucken. Ich wollte sagen, vielleicht sollten wir nochmal jagen gehen, um Leder zu bekommen, um uns einen Halfter zu besorgen, für den wir dann, schätze ich mal, eine zweite Waffe tragen können. Kann ich hier hoch, oder ist das... Nee. Ich glaube nicht. Okay, wir müssen da hinten hin. Wie sieht das denn map-technisch aus? Dort. Kann ich da rumgleiten? Soll ich das probieren? Ach komm, ist... Weiß egal, wenn der auf der anderen Seite ist. Wir wollen es doch alle mal sehen. Aber... Ich werde vorher nochmal speichern. Die Schnellspeichertaste kann ich auch... Wo ist denn das hier? Speichern, ach da. Die Schnellspeichertaste kann ich ja auch nicht so richtig benutzen. Denn das ist F9 und auf F9 liegt bereits mein Aufnahmestart-Stopp-Knopf. So, wir werden gleiten. Was? Achtung, Missionsbeginn verlassen? Nee, nee, nee. Ich möchte da drüben hin. Wir werden dahin gleiten. Neues Tutorial. Umsehen, WASD, fliege tief und gerade, um sicher zu landen. E halten, um loszulassen. Vorsichtig benutzen. E halten, um loszulassen. Das ist schon das Ziel. Aber wir müssen noch ins... Wasser. Kann ich abbremsen so? Wir müssen doch ins Wasser fallen können. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Wow, 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 wow. Kann ich so einfach? Das war doch nicht übel, oder? Ich weiß nicht, wie flach ich fliegen muss. Oh, guck mal, der liegt da im Wasser versunken.
So, und ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Was ich ein bisschen doof finde. Denn ich kann ja mal nicht so gut sehen hier mit meinem Strahler, der mich beleuchten soll. Unter Wasser, ja. Werden wir uns mal beeilen. Schneller schwimmen. Das tue ich bereits. Oh. Ich glaube, in echt wäre das eine ganz schöne Herausforderung. Okay. Wir sind durch. Wir sollen hier nur erforschen, um Pilze zu holen. Aber jedes Mal so eine dramatische Musik. Der kranke Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Der kam mir gar nicht so krank vor. Todessprung. Darunter. Wie bei The Beach. Von, auch von Leonardo DiCaprio. Todessprung! Erstmal hoch nochmal, bitte. Ich möchte schon ein bisschen Luft mitnehmen. Ich muss ja auch gar nicht runter. Oder doch? Okay, doch. Ich sehe gar nichts. Hilfe! Bin ich hier richtig? Oder bin ich zurückgeschwommen? Ich glaube, ich bin zurückgeschwommen. Da oben. Ach, ich muss hochklettern. Ah, das habe ich nicht gerafft. Deswegen habe ich nichts gesehen. Ich bin wahrscheinlich gegen die Wand geschwommen. So, jetzt ist der Zielpunkt wieder ein Stückchen weggerutscht. Erforschen jetzt geschafft. Heißt es, wir sind jetzt da? Ah! Hä? Wow. Oh, sag nicht, die Pilze sind Drogen. Das ist mal neu. Oh, bitte nicht. Noch weiter.